schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ich bin so froh, dass wir ihn mitgenommen haben. Sympathie sehen die sehr gewalttätig aus. Meine Sensoren haben Anomalien unter der Oberfläche entdeckt. Wir werden landen und nachsehen müssen. Hier eine Art verlassenes Gefängnis? Invasoren von anderen Planeten haben es vor langer Zeit gebaut. Jetzt sind es Ruinen. Angsteinflößende Ruinen? Warum finden wir denn nicht mal einen verlassenen Spielzeugladen oder so? Vor dem Abgrund, Leute! Sieht ziemlich tief aus! Ich kann vorausfliegen. Passt auf! Ein Monster! Nur eine Spinne. Wir sollten sie beiseite schaffen, ohne sie zu verletzen. Ich glaube, das ist Indigo 1, die weise und barmherzige Anführerin des Indigo-Stammes. Verschwindet von hier, ihr großen, hässlichen, stinkenden Idioten! Die scheint aber alles andere als weise oder barmherzig zu sein. Indigo 1 wurde bestimmt wie alle anderen beeinflusst. Wir müssen ihr folgen. Verstanden. Aber warum sollte der Indigo-Stamm so gut sein? Vielleicht finden wir die Antwort bei der Indigo. Wir müssen in den Untergrund. Das ist so.
Statue von Abin Sur, Gründer des Indigo-Stammes. Ich dachte, er wäre ein Green Lantern gewesen. Warum hat der Indigo-Stamm eine Statue von ihm? Ich bin kein Lexikon-Flash. Wir müssen uns darauf konzentrieren, durch diese Türen zu kommen. Rein, Leute. Auf geht's! Ich glaube, wir sind eingeschlossen! Dann gibt es wohl keinen Weg zurück. Oh!
unglaublich nervigen Versager! Woher kennt sie dich so gut, Cyborg? Hey! Die Batterie ist voll kaputt. Haben will ich sie trotzdem. Cyborg, wenn du sie reparierst, könnte das dieser Welt helfen. Unerträglichen Ansammlungen von Peinlichkeiten! Schnappt sie! Verschwindet von hier, ihr großen, hässlichen, stinkenden Idioten! Die Hauptbatterie. Sie erfüllt den Indigo-Stamm mit Mitgefühl. Also sind sie ohne die Batterie wieder böse? Ein ganzer Planet voller skrupelloser Krimineller? Das wird ja immer besser. Ich hoffe, dass Indigo 1 noch etwas Empathie übrig hat. Sonst wird es nicht funktionieren. Voller Mitgefühl, dass ihr unsere Batterie gerettet habt, Gerechtigkeitsliga. Wir waren nicht ganz selbstlos.
Wir brauchen eure Energie auf der Erde. Ihr habt die Gewalt in unseren Herzen bezähmt und sie wieder mit Empathie gefüllt. Ich biete euch sehr gerne meine Hilfe an. Malz!